Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind eine Stufe aufgestiegen und ich habe auch gleich bei Brutus, der ist da hinten, also in der Richtung, ne, beim Gefängnis weiter rechts, dort in dem kleinen Kammerl drin, ist Brutus und schleift an seiner Waffe. Bei dem habe ich gleich 5 Stärke, also 10 Lebenspunkte gegen 5 Stärke eingetauscht. Und ich habe auch den Gürtel angezogen. Jetzt haben wir 61 Stärke. Das ist jetzt ausreichend, um uns die Paladin, also um die Paladin-Waffe führen zu können. Hallo, zeig mir deine Ware. So, hoffentlich hat das noch im Inventar. Da ist sie. Nehme ich eine Einhandwaffe, das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir haben Goldmünzen mehr als genug, also her damit. So, neues Spiel, neues Glück, sage ich dann mal, ne? Ausrüsten die ganze Hits. So. Yeah. Sehr fein. Und ich hoffe, dass dieses gute Stückchen hier mit 15 Angriffspunkten mehr als unsere alte Waffe, dass die jetzt wirklich diesen schwarzen Kapuzenhaini ordentlich in den Hintern tritt. Das ganze Geschichtel werde ich auch gleich speichern. Ich würde sagen, hierhin. Ich habe jetzt auch gar nicht lange gebraucht, um die paar Orks zu klatschen. Ein paar Snapper waren auch dabei. Circa, was habe ich gebraucht? 20 Minuten, sowas herum, war alles schon fertig. Wobei einmal, im letzten Part war es eh recht knapp, ne, dass wir das überhaupt bisher geschafft haben. Ja, wurscht. Ende gut, alles gut, hoffen wir es mal. Genau, ich will noch ein paar Tränke kaufen. Die kaufe ich alle zusammen. Wenn es sein muss, werde ich auch eine Schatulle dafür verkaufen oder zwei. Ist mir gleich. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, gell? Fürchterlich sowas. Und zwar bei dem da. Hallo. Hallo, hey. Engor. Zeig mir deine Ware. Und zwar alle Tränke, die du hast. Alles. Also bis auf die Mana-Tränke. Nicht genügend Gold. Okay. Was verkaufen wir denn? Wir haben so viel Glumpert. Allein schon an Waffen. Bitteschön. Grober Zweihänder. Lass sie mal. Die Ork-Axt kommt weg. Den Wolfszahn können wir auch hergeben. Den Degen. Einen möchte ich gern behalten. Da fällt mir gerade ein, einen Sextanten habe ich auch noch nicht gefunden. Aber ich glaube, das geht sowieso erst später, ne? Die kannst du auch haben. Wer braucht schon eine Ork-Waffe? Also ich nicht. Orkisches Kriegsschwert. Das können wir schon mal, behalten. So, Jagdbogen. Bogen. Habe ich gar keinen ausgerüstet, sehe ich gerade. Da müsste der Jagdbogen passen. Kann er den normalen Bogen haben. Jetzt haben wir schon 171 Goldmünzen. Was geht sich denn da jetzt noch aus? Aha, nicht allzu viel. Gut, was haben wir noch? Genau, die Söldnerkacke kannst du haben. Die hier, 150, wenn du denkst, die ist so 1000 wert, ist auch eine Frechheit. Ob wir bei Lee mehr kriegen dafür? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Unkraut, sowas gibt's auch. Ja, also immer im Spiel halt, ne? In Wirklichkeit geben tut's es sicher, aber im Spiel, ja, warum nicht? Was haben wir hier noch? Was bist du wert? 18. Ja, natürlich. Lederbeutel. Was für ein Lederbeutel? Oh, wartet mal kurz. Wir haben Lederbeutel. Einmal 25, nochmal 25, nochmal 50. Den, wie gesagt, lassen wir noch. Den möchte ich gern ihm selbst geben. Sofern wir da überhaupt mal lebend drauf kommen. So, wie viel Geld haben wir? 121. Hey, you! Auch noch nicht viel. Zeig mir deine Ware. Jo, bitte. Und ich hoffe wirklich sehr stark, dass ich es nicht verabsäumt habe, irgendwo irgendwelche Erzbrocken liegen gelassen zu haben. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Sumpfkrautstängel, da kann er was haben. Schau. Jo. Ich denke, das passt schon mal. Dann nehmen wir noch ein paar von denen mit. Geht nicht mehr, dann noch so ein. So, jetzt bin ich schön pleite.
Schutz vor Feuer. Na, ich bräuchte Schutz vor Magie, wenn schon, ne? Der kostet auch 600, also bist du dafür, also echt. Wie viel haben wir jetzt Tränke? Na, das gefällt mir nicht. Weißt was? Ich hoffe, ich mache da jetzt wieder keinen Fehler. Wieder keinen, genau. Ha. Goldenen Ring. Sieben. Da noch ein. Habe ich denn nicht noch irgendwas Nutzloses? Nutzlos wertvoll wäre halt schön, ne? Die Fälle bleiben auf jeden Fall, also bei uns, da gibt es kein Vertun. Das bleibt auf alle Fälle. Die Knochen eines Skelettes. Gab es da wirklich jemanden, der dafür freiwillig mehr gezahlt hätte? Ich habe halt auch Gedächtnisschwund, dass die Hälfte reicht, ne? Boah, die Feuerzunge wäre auch was wert, aber... Aber... Das wäre gut auch aufbehalten. Was haben wir da oben noch? Gibt es einen Zauber, der was wert ist? Ja, freilich, ne? Aha. Das ist besser, wenn ich es verbrauche. Ja, und waffenmäßig. Ja, da könnten wir eigentlich ja schon die Armbrust ausrüsten. Wir haben ja 60 Stärke und die zwei können wir verkaufen. Warte nochmal kurz. So. Bitte sehr. Hey! Das schaut ja schon mal was aus. Hey. Zeig mir deine Ware. Jo, bitte. Nochmal. Rüber da. Also die kommt weg und die kommt weg. Den Jagdbogen, wie gesagt, will ich noch behalten. Ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt. Also gut, wir haben jetzt nochmal 170. Das heißt, da nehme ich drei mit. Und dann darf ich Tete tun. Hey, die Mana-Geschichten, die kann, also vor allem die großen, die brauche ich im Leben nicht. Würde ich meinen. 110. Reicht das mit 122? Eher nicht, ne? Schon wieder Essig. Ich meine, ich habe so viel Feuerwurzeln und Dingens. Da brauche ich keine Mana-Tränke im Normalfall. Der Rum ist halt auch nichts wert. Nichts wert. Nur zum Runterkippen. Statue ist auch nichts wert, gerade die würden das brauchen, ne? 77 haben wir noch. Ja. Du kannst einen Kerzenständer haben. Ein Questgegenstand ist das ja normal nicht, ne? So. 44 Münzen, sehr schön. Und ein bisschen Pleite. Naja, was soll's noch? Gibt's das? Glaube ich, passt dann eh. Ist, glaube ich, eh schon zum Verkraften. Sonst noch irgendwas, was entbehrlich wäre? Der grobe Zweihänder. Doch, den Degen. Ach. Hauen wir den Degen weg. Fertig aus. Und passt. Ja, jetzt müsste es passen. Es müsste hoffentlich reichen. So. Einmal, zweimal und du auch noch. So, ein bisschen pleite, so muss das sein. Passt. Tschüssikowski. So, 10 Minuten wieder verschießen. Sehr schön. Alter, deine Wortwahl ist wieder mal derbe, ne? Gut. Dann wird die ganze Freude wieder gespeichert, hierhin. Und neues Spiel, neues Glück, wie schon mal gesagt, ne? Ich board mich da drauf. Wir haben Tränke, haben wir genug eigentlich. Das müsste so passen.
So. Das war doch schon vorher klar. Und rauf zu Diego. Und wieder. Hoppla. Und wieder auf die andere Seite ins. Also nach Corinis. Zur schöneren Seite unter Anführungszeichen. Wobei es jetzt echt dann ins Eingemachte geht. Servus, ihr zwei. So, einmal muss ich noch. Wie gesagt, falls wieder alle Stücke reißen, ne? Wir haben auch hier wieder einen Reservespielstand anlegen. Lieber zwei, falls ich den wieder überspeichern sollte. Machen wir so und geht schon. So. Willkommen daheim dann, ne? Kapitel 3 zum zweiten Mal. Das Auge Innos. Und wir sind wieder da. Die Wölfin liegen immer noch hier. Alter, wie lange braucht sie denn, bis sie da verwest? Naja, falls ihr was vergessen habt bei denen, könnt ihr es dann immer noch looten, ne? Da hinten waren wir ja schon, da ist nichts. Den Weg können wir uns sparen. Sparen, 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 sparen. Das heißt, hier wieder durch. Hier gibt es normalerweise noch keine Viecher. Auf einmal kommt uns ein Drachenkopf entgegen. Ah, nein. Nein, nein, da ist nichts, keine Angst. So. Und da vorne ist wieder unser Zipfelklatscher-Freund, ne? Ich ziehe gleich mal, genau. Das habe ich nämlich schon befürchtet, dass wieder die scheiß Magie, Entschuldigung, die Magie ausgerüstet sein könnte. Statt meine Waffe. Alter, mich graut schon davor, wenn ich dran denke, wie viele es von diesen Watschgern gibt, ne? So. Wir können uns wieder bis auf, glaube ich, 2 Meter oder so ranschleichen. Also, ranschleichen, ja genau. Rangehen, so. Das müsste jetzt passen. Nimmst du keinen Schaden? Hallo? Ich habe jetzt extra mir die Mühe gemacht. Kommt sie da jetzt noch mit? Jetzt habe ich mir extra Mühe gemacht, dass ich das bessere Schwert zu holen. Das ist wirkungslos. Das ist gleich schlecht wie das alte. Wie willst du denn dann den Deppen besiegen? Ernst? Ich bin jetzt leicht überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur leicht. Was gab's denn dann da für einen Trick? Gibt's überhaupt einen Trick? Ich bin jetzt überfragt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich den jetzt weiter. Vielleicht muss ich ihn einfach nur weiter zur Wand drücken. Kann man das Feuer vielleicht. Kann man das skippen? Ich glaube, das konnte man skippen. Bin jetzt echt überfragt. Jetzt habe ich da 15 Stärke mehr, verstehst? Kann man? Nein, kann man nicht blocken. Feuer kann man nicht blocken. Soll man Feuer blocken können? Nö, ist absolut unmöglich. Jetzt hat er, glaube ich, verfehlt, der Depp. Wieder verfehlt. Das ist reines Glück. Das reines Glück, wow. Hör
auf damit. Alter. Wow, mach hin, Alter. Komm schon, du schaffst das. Ja. Das war jetzt reines Glück, oder? Das war jetzt reines Glück. War das jetzt reines Glück? Alter! Ja, die Ritter haben es überstanden, ne? Aber der hat natürlich auch einen Bordstein. Und zwar Teleport zum Pass von Corinnes. Das heißt, wir können jetzt jederzeit hierher. Das ist ja wundervoll. Also zumindest, wenn wir genügend Mana haben, ne? Alter Schwede, kannst du nur wiederholen. Lester? Was macht Lester hier? Mal kurz speichern, das haben wir uns jetzt verdient. Das war jetzt echt Glück. Das kann nur Glück gewesen sein. Das hat nichts mehr mit Können zu tun, glaube ich. Nein, kann nicht sein. Das muss reines Glück sein. Ich brate mal die 50 Fleisch oder so, was wir da haben. Ganz schnell, fix, fertig, 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 fix. Das geht hier mit dem Zeug da am besten. Alter, schockschwere Not, hey. Jetzt habe ich echt gedacht, ich muss verzweifeln. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich besser mit diesen Bastarden da fertig werden soll. Alter. Sprachlos. Aber nur leicht. 30 Jahre später. Wir sind hier immer ein Stückchen wegrutschen da. Wir braten schon in der Luft. Womit denn? Jawohl, womit denn? Ist schon alles durch. Alter, bin ich beschädigt. Wie schaut's zeitlich aus? Das geht sich aus. Mit Lester können wir noch quatschen. Da vorne steht der zweite. Oh Mama, ich hab Angst. Und die Drachen. Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Ja, wie kommst du da lebend weg? Und da drüben haben wir schon das erste Problemchen. Den Drachensnapper. Zum Glück haben wir die ganzen Lurker und so geplättet, weil da hinten rauf ist alles voll mit diesen Viechern. Alles, wo früher die Lurker waren, sind jetzt Drachensnapper. Juhu! Welch Freude! Zu Xardas dürfen wir. Sehr schön. Wir haben eine Rune bekommen. Das ist hervorragend. Und zwar hier haben wir sie. Gut, die Minental-Rune tun wir gleich mal weg und tun die Xardas-Rune rein. Passt. 5 war sie, also schwuppdiwupp. Und Xardas. Nicht zu weit nach vorlaufen, weil da vorne ist immer alles, also wieder alles voll mit diesen Kackbratzen-Typen. Ich hoffe nur, dass Xardas für uns da ein bisschen was im Petto hat. So eine OP-Rüstung und solche Geschichten. Oder ein Zauberspruch, irgendwas, das uns helfen kann, dass wir da nicht so viel Schaden von diesen Zipfelklatschern kriegen. Jetzt haben wir uns so bemüht, verstehst, und dann sowas. So, schnell schlafen gehen. Gutes Nächtlein. So. Passt. Ich denke, vom Part her müsste es auch passen. Ja, ein bisschen zu früh sind wir dran. Aber ich denke, es wäre wieder klüger, wenn wir Xardas im nächsten Part anquatschen. Ach, das heißt, wir setzen uns hier mal schön gemütlich hin, sofern das geht. Ja. Ah, das haben wir uns verdient. So. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.